Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Ich habe ja einen ganz besonderen Fall für euch, einen Wingman-Kill, der wirklich, wirklich, wirklich kacke ist. Ach, und übrigens, die Gamebans von dem letzten Video von vor kurzem haben sich nochmal richtig, richtig krass angehoben. Wir waren da, glaube ich, bei keinen 1000. Ich glaube, es waren 500 oder 600 oder sowas. Oder wenn überhaupt knappe 1000. Jetzt ist es schon rückwirkend geändert auf 2231. Und wie auch im letzten Video schon erwähnt, ich bekomme seitdem jedes Mal die Nachricht, dass ich Overwatch XP bekomme. Also es scheint gerade wieder richtig gut zu laufen. Ich habe ja wie gesagt ein Overwatch am Start, bei dem der Cheatende mal wieder, sehr schlecht ist. Ich meine, das kennt man ja von Cheatern. Und bei ihm scheint der reine Vision Assist einfach nicht auszureichen. Und das ist echt absolut kekelig. Er wird von seinem Mate angeschossen. Ich weiß nicht, ob die sich ja bereits abgesprochen haben von wegen, du cheatest. Und er, ich cheate und dann hasst der andere ihn jetzt. I don't know. Man merkt hier direkt, jetzt nicht zwingend, also das hätte man auch so erahnen können, wenn man ihn ja gesehen hat, aber man merkt hier direkt, dass Mr. Suspect halt Vision Assist mäßig was auf dem Kasten hat, aber Movement überhaupt nicht. Wie konnte er da überhaupt davon ausgehen, dass dieser Move, dass ihm das was bringt. Er hört die da unten in Pit rumlaufen und wartet jetzt einfach ein Weilchen ab, um ihn halt dazu zu zwingen, auf Side zu gehen. Ja, wie man, also man sieht hier schon, wie er so reagiert, wie sein PM und so weiter eben ist, wo er hin soll. Er weiß, wo er steht und schafft es aber nicht. Also ihm fehlt das Aim dazu, um dann den Kill zu vollziehen. Hier meine ich, war mir aber auch nicht ganz sicher beim vorherigen Angucken. Hier habe ich übrigens aufgehört, als ich kurz reingeschaut habe. Das mache ich halt jedes Mal, um zu gucken, dass es halt nicht ein Spinbotter ist. Hier hab ich dann schon sowas gefühlt wie eine leichte Aim-Unterstützung bei ihm. Da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Auch hier, er weiß, dass die da rumkommen. Ich meine, man hat es sogar gehört. Aber er weiß es ja auch durch seinen Vision Assist und schafft es nicht, diesen Kill zu verwandeln. Und ja, das ist schon, ich meine, man hört ja immer wieder, dass sehr, sehr gute Spieler einen Aim Assist, einen Vision Assist, meine ich, halt eben hinzuschalten und dadurch richtig reinrasieren können. Klar, wenn du sowieso schon gut bist, dann hilft dir sowas natürlich extrem, wenn du dann auch, du hast ja sowieso schon ein gutes Pre-Aim zum Beispiel, Cross Placement und was weiß ich und hin und her und bist dadurch halt dann nochmal besser gewappnet. In den Händen von so jemandem ist es insane, aber bei ihm hier ist es fast schon Verschwendung, wenn man das sagen kann. Er kriegt es halt nicht auf die Reihe. Sie haben jetzt schon fast verloren an der Stelle. Jede Runde, die sie jetzt erspielen, ist eine Matchpoint-Runde. Wenn er jetzt klug ist, was ich ihm nicht durchsprechen möchte, weil er halt ein Cheater ist, aber wenn er so ein bisschen was im Kopf hat, macht er jetzt alle Runden einfach sehr langsam und dann ist es vielleicht noch drin, also das Draw, aber den Win haben sie schon verkackt. Wir können mal noch kurz nach den Stats schauen. Ja gut, also man sieht hier auf jeden Fall, dass bei den Gegnern auch, ich meine, die haben auch, glaube ich, geführt am Anfang, dass bei den Gegnern einer dabei ist, der kann schon sein Handwerk, der spielt schon schön vor sich hin. Aber ja klar, wenn du gegen jemanden spielst, der durch die Wände schaut, ist das krepelig. Sie warten jetzt hier auch, ich nehme an, das ist dieses typische Gespräch bei den Teams gerade, ey, ich glaube, einer hat an, lass mal warten und gucken, ob er kommt, ob er uns schon erwartet und so weiter und so fort. Und ja, er erwartet euch, obwohl ihr komplett durchschleicht, weiß er, wann und wo ihr rumkommt. Typischer Drecksack, der kurz in der Animation hängen bleibt. Warum nicht? So, letzte Runde. Kommt das Droids rein? Oder bleiben sie typische Verlierer, zumindest er hier. Wäre wünschenswert, aber wenn man ganz kurz auf die Map guckt, er hat null Plan, außer er hat noch ein Radar-Hack oder sowas. Er hat ja null Plan, dass da hinten einer auch langsam rankommen könnte. Er steht komplett offen für Long. Man hat es vorhin an seinem Movement gemerkt und an seinem sonstigen Spielstil. Es muss ein absoluter Vollkeck sein, dass er sich da so offen hinstellt. Ich weiß nicht, wenn er zuletzt mal auf Long geschaut hat, aber da kann sich auf jeden Fall jemand durchdrücken. Wir gucken mal, wie lange die Situation hier anhält. Okay, nicht extrem lange. Guck mal, wie er jetzt rumkurbelt. Wo ist er denn? Ah, da hinten ist er ja. Also richtig, richtig, richtig ekelhaft. Gut, da hat er sich das Draw geholt. Natürlich extrem unverdient, logischerweise. Ich habe jetzt, fällt mir gerade ein, nicht extrem auf Aim Assist geachtet. Also schon. Aber ich konnte nicht feststellen, obwohl ich glaube, dass da was ist. Also hier, Vision Assist, 100%, klar. Ada, er hat kurz auf seinen Mate geschossen, aber sein Mate auch auf ihn. Ich überlege gerade, ob das Mates gewesen, also Kollegen sein könnten. Aber dann wüsste der Kollege, dass der andere cheatet und spielt man mit jemandem überhaupt zusammen? Würdet ihr jemals mit jemandem spielen, der cheatet und das offen zugibt? Weiß ich nicht. Also ich würde mich da nicht reinhocken. Also so ein Mate, wenn ein Mate von mir sagt, ich cheat übrigens, würde ich sagen, schön, das kannst du jetzt alleine machen, ab jetzt. Griefing, was mache ich eigentlich bei Ada? Ich meine Griefing, ne? Ihr wisst, was ich meine mit der
Antisocial-Geschichte. Ich mache da trotzdem mal insuffizient, weil ich mir da einfach zu unsicher bin. Und hier würde ich extrem gerne Aim Assist drücken. Also ich bin mir zu 80% sicher, fast 90% sicher, dass er Aim Assist hat. Aber so viel ist einfach scheiße, dass ich sage, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sich sein gesamtes Aim und seine Ballerei so sehr verfälscht durch den schlecht genutzten Vision Assist, dass er da einfach, dass er das nicht gewuppt bekommen hat und deswegen so komisch rumgeballert hat. Aber ich denke trotzdem, dass da was war. Weiß es aber halt leider nicht zu 100%. Hier auf jeden Fall, da wie gesagt nicht. Und da auch nicht. So, meine Damen und Herren, weg mit dem Kakaroo. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr wohl sein Skill einschätzt. Hat er Skins gehabt? Ja, doch. Ich glaube, er hat eine Pharmascripsis gehabt oder wie die heißt. Noch irgendwas. Und natürlich auch gerne, wenn ihr wollt, wie ihr eben dazu steht, wenn jetzt ein Mate von euch sagt, hey, ich cheate übrigens. Bock, eine Runde zu zocken? Was würdet ihr dann sagen? Wisst ihr was? Wir friemeln daraus direkt das nächste Giveaway. Erstmal lösen wir das letzte auf und dann friemeln wir das nächste Giveaway und das ist dann die Codephrase. Wer dazu was antwortet, ist automatisch beim jetzigen Giveaway dabei, das ich gleich zeigen werde. Aber erstmal lösen wir das von letztem Mal auf. Let's go! So, Dille, das Video ist reingeschisselt, duplizierte User raus, 9 und sonst haben wir hier nie was. Wir holen uns die Comments ran, 45. Vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, mit meinen Antworten schon mal mindestens 90, aber eher dann mehr, weil ihr ab und an auch nochmal unter euch rum kommentiert. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Man musste über das aktuelle Knife, glaube ich, wieder kommentieren. Wir schauen einmal rein. Das Giveaway Knife. Da, in die Richtung war es irgendwie. Echt cringe. Dann noch mit Inventar einfach dumm. Das Classic Knife ist absolut nice. Würde mich so freuen zu gewinnen. So, Grazia. Sola Gratia. Du bist somit der heutige Giveaway-Gewinner. Leider nicht vom Knife, aber eben von dem Agenten. Moment. Dieser Agent ist es, der Black Wolf Sabre. Den hast du gewonnen. Schreib mir bitte hier unter das Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Dann werde ich sagen, oh, schön, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und daraufhin bitte ich dich, mir deinen Trade-Link hier auf YouTube zu schreiben, den gekürzten Trade-Link. Und zwar hat der Trade-Link doch irgendwo Partner stehen. Und du machst einfach nur den Part ab Partner. Also Partner, ich glaube, dann ist gleich, bla bla bla. Nur den Part kopierst du mir. Dass es halt kein richtiger Link ist, sondern nur alles ab Partner. Denn dann wird YouTube nicht suspicious, weil YouTube mag es nicht, wenn man Links in die Kommentare reinschreibt. Aber so ein Teil von dem Link geht auf jeden Fall klar. Also alles ab Partner bis zum Ende hin von deinem Trade-Link dann, sobald ich danach gefragt habe. Und natürlich gibt es, wie eben erwähnt, ein weiteres neues Giveaway mit einer AWP Mortis in Minimalware, meine Damen und Herren. Wisst ihr noch, Killer 13 von damals? Da kam es her. Ne, nicht wirklich, aber das war auf jeden Fall immer die Killer 13 AWP, das ist klar. Wer das Teil gewinnen möchte, schreibt hier einfach in die Kommentare einen gewissen Text zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also würdet ihr mit einem Mate von euch spielen, wenn er sagt, hey, yo, ich cheat übrigens in CSGO, machst du mit mir trotzdem einen Wingman oder spielst du mit mir und meinen Mates eine Runde Matchmaking? Würdest du mit dem Daddler, würdest du sagen, nein. Jetzt ohne Beleidigung oder irgendwas, einfach nur, ja. Hü oder hot, was wäre wenn? Let's go. Was mir noch einfällt, wir werden am 4.11. unser nächstes Turnier veranstalten auf eSportl. Genauere Infos gibt es die Tage noch dazu bei uns in der Steam-Gruppe und auf dem Discord. Ist beides in der Livestream-Beschreibung, in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich kann man auch gerne in die Livestreams kommen und da einfach nachhaken, wie der Hase läuft. Ich werde das Turnier auch komplett wieder übertragen, also nicht selbst mitspielen, sondern casten eure Spiele. Und ja, wir werden gemütlich reindaddeln. Wingman-Turnier, 2-on-2. Du kannst mit deinem Mate antreten. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine Mates habt, einfach bei uns vorbeikommen. Und ja, dann, wenn wir euch jemanden zuteilen können, das sollte kein Problem sein. Und ja, mit einem Mods-Gaudi, 4.11. Infos kommen aber noch. Auf eSportl selbst wird auch noch eine ganze Seite dazu eben erscheinen. Da könnt ihr dann nochmal nachlesen, wie der Hase so läuft. Ich meine, dass es bis zu 200 Euro Gewinngeld gab. Gewinngeld, Gottes Willen. Prämie, nicht Prämie. Ich habe heute einen harten Wortschwund, aber das wird alles drin gelassen, das wird nicht rausgeschnitten. Pott, 200 Euro Pott, also let's go, meine Damen und Herren. Rankommen, reinschisseln, ja, falls noch kein Link da ist zum Turnier, in der Steam-Gruppe und auf dem Discord und in den Streams wird, wie gesagt, alles dann nochmal aktuell gehalten. Ich denke, die kommenden paar Tage sollte dann auf eSportl alles am Start sein. So, Dille, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und Dislikes. Haut da rein, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video in 2 Tagen oder im nächsten Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.